Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren bezaubernden Part Kingdom Hearts 358 over 2 Days. Im letzten Part sind wir in Ohnmacht gefallen, für den Rest unseres Lebens haben von Sora geträumt, der im Schloss in den Feindsraum hängt und dort pennen geht. Ja, natürlich hat Sora. Und bist auch zusammengebrochen. Mach langsam, ob ich niemanden zum Bett reden. Kupo. Was wollte er sagen? Egal. So, wir können uns hier mal ein bisschen umgucken und vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen, I guess. Na, der hat nur Scheiße. Brauchen wir alles nicht, Mann. Aber wir können uns sowas hier machen, so ein Fechtring. Potion Boost schon scheiße. Ist beides gar nicht mal so geil, wenn wir ehrlich sind. Ein Feueramulett vielleicht eher? Dafür brauche ich halt Lufttech. Ja, I don't know. Passt schon erstmal, ja? Ist okay, danke Mukri Summer. Hey! Guten Morgen, Sonnenschein! Während du geschlafen hast, haben wir erfahren, dass das ganze SDE-Team hinüber ist. Ai. Ganz schön anstrengend, alle Schatztruhen aufzuspüren, was? Keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Hey, genau, Roxas, hol dir alle Truhen in Mission 14, Mann. Es soll dein Schaden nicht sein. Und wie läuft's mit der Truhe in Mission 14? Ja, ist wohl noch eine übrig. Sag mir Bescheid, wenn du alle hast. Dann habe ich was für dich. Mission 14. Kann ich Überholungsmission dann wieder machen, ne? Ja, ja. 14. Ne, hier habe ich alle, hä? Achso, das ist dann 7, 12, 14. Eine Truhe ist da noch. Wollen wir das eben machen? Nee, scheiß drauf. Der gibt uns eh nur Müll. Scheiß auf dich, Demix. Stinkst. Du bist wach. Hast du herausgefunden, was mit den Leuten im Schloss des Entfallens passiert ist? Das untersuchen wir noch. Ja, Sigma meint, die sind alle tot. Du weißt es immer noch nicht? Ich weiß, dass ich dir keine Erklärung schulde. Jetzt geh an die Arbeit. Du wirst eine Weile auf dich allein gestellt sein. Oh, ist ja gut, ey. Puh, was machen wir da am liebsten? Besiege die Deserteure. Ja, komm, nee. Gehen wir nochmal zu nach Twilight Town. Ich hab Bock. Ich würde gern gegen den Schwanzwedler kämpfen. An der Stelle. Vielen Dank. Wer würde nicht gerne gegen Schwänze kämpfen? Oh, hey Jungs, was geht? Oh, der eine wird explodieren. Okay. Cool. Zwei Truhen sind hier noch irgendwo. Ach, guck mal. Wenn ich diese Embleme einsammle, dann kann ich sie in diesem Missionsmodus auch nochmal spielen. Das ist ganz cool, die Mission hier. Davon bin ich ein großer Fan. Ist aber ein bisschen doof, weil man die Mission ja alleine macht. Der Missionsmodus hat übrigens auch einen Multiplayer, was richtig cool ist. Kann ich euch logischerweise leider nicht zeigen. Weil ich das über den Emulator aufnehme. Obwohl ich natürlich das echte Spiel besitze, kann ich meinen DS nicht capturen. Aber ich habe schon mal den Online-Modus gespielt. Und ich denke, es ist aber eine Geschichte für einen anderen Gast, der dabei sein wird bei diesem Projekt. Ich persönlich habe Bock. Ich hoffe ja auch. Feuerball, Junge. Ich verbrenne das Vieh einfach. Aua. Das wäre, glaube ich, ganz klug. Oh, God damn it. Oh, scheiße. Ja, ganz ruhig. Ah. Dün, 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 dün. Okay, gleich haben wir es. Stirb, du Drecksvieh. Ja, ein bisschen weniger. Das habe ich mir gedacht. Zwei Thronen sollen hier noch irgendwo rumgeistern. Okay, wir können da lang auf jeden Fall. Das ist cool. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Feuer. Na, egal. Ich weiß gar nicht, ob ich später vielleicht so ein Magier-Build machen will. Hätte ich, glaube ich, am ehesten Bock. Weil irgendwann sind unsere besten Möglichkeiten, Nahkampf zu machen, immer noch richtig scheiße. Dementsprechend wäre das vielleicht ganz cool. Oh, der dicke Händler. Der hat Bock. Und tschüss, Alter. Cyanid-Splitter, lecker.
keine Ahnung, was der genau machen kann, der dicke Händler. Ich weiß gar nicht, ob wir uns vielleicht die Herzlosen auch ansehen können. Aber egal, gehen wir erstmal weiter. Immer noch 2 Truhen, die mir fehlen, aber der Ort hier ist ja auch recht groß. Oh, die Mucke! Bam, 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 bam. Ah, ist alles optional hier, Leute, ne? Riecht nice. Ah, ich habe keine Potion und keine Magie mehr. Könnte unangenehm werden. Lass uns konzentrieren. Ey, ganz ruhig, mein Junge. Ganz ruhig. Wir wollen hier nicht übertreiben, ja? Oh, fuck. Glücklicherweise ist unsere Luftkombo extrem geil. Und deswegen greifen wir jetzt auch mit normalen Komboangriffen an. Toll. Bam, 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 bam. Au. Bruder, mach mal keinen Miesen jetzt. Okay, weg. Ja gut, dann machen wir das halt so. Hau rein, Bruder. Okay, es war knapp. Ganz ehrlich. Brücke erlaubt, dunkler Tunnel geöffnet. Ja, lass doch mal die Truhen mitnehmen. Wenn wir schon mal hier rumhängen. Alle Heilmittel brauche ich unbedingt in meinem Leben. Korrekt. Oh, die Mucke hat mich schon geil gemacht, ne? Richtig nice. Ein großer Fan von diesem Lied. Ich weiß aber leider gar nicht mehr, wie es heißt. Ja, I don't know. 13 Struggle? Nein, das ist was anderes. Oder? Naja, scheiß drauf. Gutes Lied auf jeden Fall. Bam, bam, bam. Ja, alles geholt. Einheitsemblem gefunden. Schwanzwedler geschwanzt. 2 Truhen gesnackt. Let's go, lass zurück. Ja, hat gut funktioniert. Gott, ich liebe diesen Ort einfach. Ich hoffe, ihr habt Bock auf ein bisschen Sand, Leute. Jetzt werden wir ein bisschen Agrabahn. Bin ich richtig heiß drauf. Nicht. Ba, 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 na, 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 na. Ja. Was haben wir bekommen? Feldfreigeber auf Ehre. Und ein Lufttech, das brauchen wir, um etwas zu schmieden, ne? Ein Ring oder so. Will ich so einen Ring schmieden? Keine Ahnung. Einsamkeit. So sad. Ring! Oh, neuer Eintrag. Komm, wir gucken mal rein. Ausgelöscht. Es ist offiziell. Das SDE-Team wurde ausgelöscht. Es ist nur schwer zu begreifen, dass Axel weg ist. Ich bin zutiefst bestürzt. Wie nennt man dieses Gefühl? So etwas kenne ich sonst nicht. Ich bin zum Uhrentum auf ein Eis, aber außer mir ist niemand gekommen. Sad life, Bruder. Was geht ab? Sei grüßt, Kupo. Ich will noch mal gucken, ob ich diesen Ring schmieden will oder nicht. Ah, kann ich eh nicht. Ich brauche 2 Lufttechs, okay. Ja, aber eh nur Feuerschutz. Juckt mich eigentlich auch überhaupt nicht, ne? Brauchen wir nicht die Scheiße. Die haben nichts Neues zu sagen. Die Stärke und Anzahl der Herzen nimmt in den Welten zu. Nimm das, wird dir gute Dienste erweisen. Oh! SD Doubler! Damit sind wir einfach 1000-mal stärker. Pass auf, wir sind jetzt Level 5, ne? Aber, jetzt, wie groß ist das Ding? Okay. Jetzt kann das alles hier weg. Das können wir ein bisschen rumschieben, schätze ich. Das kann weg. Das kann weg. Nein. Das kann mal hier hin, genau. Und dann können wir den Stufendoppler hier reinsetzen. Nee, scheiße. Wenn ich das hier hin tue, das da hin tue, habe ich immer noch keinen Platz, wenn ich das nicht drehen kann. Scheiße. Den Stufendoppler wollen wir aber auf jeden Fall irgendwie hier reinbekommen. Das ist ultra wichtig. Das ist halt nervig, ne?
Okay, warte, wir machen mal so. Das Ganze, ach ja. Das Ganze dann hier hin. Die alle dann dahin. Ne, warte mal, dich dahin. Na, ist die Hölle. Wohl mit der Scheiße. Vor allem, das würde halt auch nicht gehen. Meine Fresse. Ja, wenn ich das... wenn ich das hier hin tue, könnte ich das theoretisch da hin tun. Wenn das nicht im Weg wäre. Und das hier. Ey, es läuft. Jetzt passt auf, Leute. Jetzt kriegen wir immer zwei Level durch so ein Stufending. Richtig stark. Bam, schon sind wir Level 9. Statt Level 5. Ist das geil? Ist richtig geil. Wenn ich mir noch eine High Potion mitnehmen oder so, für schlechte Zeiten? Ach komm, why not? Nehmen wir so eine gute High Potion mit. Und komm, ich nehme mir noch ein bisschen Eis mit. Whatever. Mal sehen. Wird bestimmt toll sein. Und sehr nützlich. Lasst euch nichts anderes einreden. Lasst das mal speichern. Ich bin schon 4 Stunden dabei, als ob. Das ist krass. Fühlt sich überhaupt nicht so an. Okay. Du wirst auf Einzelmissionen gehen. Weil wir umstrukturieren müssen. Ja, ist okay. Ja, sammle die Organisationsembleme. Okay. Das Ding ist halt, die Organisationsembleme ist so ein Teil. Wir müssen das perfekt schaffen, sonst schaffen wir nicht, die 100% zu bekommen. Aber ich glaube, bis wir nicht noch ein paar Fähigkeiten haben, die uns ermöglichen, ein paar Manöver zu machen, kriegen wir die Scheiße auf jeden Fall nicht auf 100%. Aber wir gucken mal. Gucken wir uns um. Wir haben auf jeden Fall erstmal 4 Truhen hier. Die nehme ich mir zuerst mal mit. Das wird auch nicht schlecht. Oh, guck mal, da ist das Einheitsding. Das nehmen wir jetzt auch mit. Hier oben was? Nope. Nichts Nennenswertes. Nein, warum? Ach, wie nervig. Großer Fan einfach. Okay. Let's go. Bruder, jetzt geht er doch drauf. Okay, das kriegen wir hin, Leute. Vertraut mir, glaubt mir. Ja, ihr merkt schon, ne? Manövrierfähigkeit ist auf jeden Fall da. So, okay. Ja. Cool. Gerade so geschafft, aber trotzdem geschafft. Das zählt. Einheitsemblem, lecker, schmeckt. So, dann machen wir direkt mal hier lang. Okay, hier sind die ganzen Embleme. Weiß aber nicht so genau, ob ich die haben möchte jetzt. Ach komm, scheiß drauf, let's go. Wäre vielleicht klüger gewesen, sich erstmal anzugucken, wo genau die alle sind. Aber egal, jetzt nehmen wir uns die einfach mit. Nein, warum? Scheiße. Wenn wir nicht in dieser Combo das Ganze nehmen, dann kriegen wir nicht so viel Fortschritt. Und das bedeutet im Grunde, dass wir nicht diese 100% bekommen können. Und das ist relativ scheiße. Aber ja, das sind einfach nur Embleme, die die Organisation hier aufgeteilt hat, um uns zu testen. Keinen weiteren Grund gibt es dafür. Komm ich hier hoch? Ja, Mann. Okay, wo noch? Wo noch? Da, 2. Okay. Oh, da oben ist noch ein Ding. Als ob. Goddammit, ist das nervig. Wie komme ich da hin? Scheiße. Egal, wenn ich Herzlose umbringe und diesen Bonus habe, dann zählt das auch für die Emblem-Dinger. Ja, jetzt spricht es das schon, okay. So, dann können wir hier hoch. Fuck. Und hier das Ding mal mitnehmen. Und der Bonus ist weg. Cool. Juckt mich das? Ich krieg eh keine 100% hier. Nicht mit diesen Skills, die ich jetzt habe. Also, egal. Lass einfach mal alles mitnehmen und dann ist gut.
Ja, gibt halt diese wenigen Missionen, wo du nicht direkt 100% schaffen kannst. Jedenfalls kann ich das nicht. Vielleicht kriegt man das doch hin, wenn man besser spielt als ich. Das kann gut sein. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr das Spiel gespielt habt, Leute. Kann man hier direkt 100% kriegen oder nicht? In der Mission. Ich bilde mir ein, das geht nicht. Aber hey, was weiß ich schon. So, nimm mit, Bruder. Okay, let's go. Gut, aber hier muss eigentlich noch mehr geben, oder? Das kann ja nicht angehen, dass das schon war. Ich hasse es, dass diese Fuckviecher sich heilen können. Voll auf den Sack. Schneiden wir jetzt einfach durch alle durch hier. Gar keinen Bock auf die Fuckviecher. So, wunderbar. Okay, jetzt da oben, da noch. Ja, Bruder, wie komme ich denn da hin? Gar nicht. Das ist keine Option, leider. Also selbst wenn ich jetzt alle Embleme noch irgendwie bekomme, solange ich das nicht in diesem Kreis mache, in diesem Bonus-Bullshit, kann ich eh keine 100% holen. Juckt also nicht, was wir hier machen, ne? Aber die Truhe nehme ich mir noch mit. Ich meine, wenn wir gerade hier rumhängen, können wir die wohl mitnehmen, aber juckt halt eigentlich echt nicht. Ey. Ey. Ganz ruhig spielen. Ba, 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 da, 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 da. Ja, dann lass mal gehen, ne? War jetzt auch wieder eine actionreiche Mission. Eigentlich sind die cool, wenn wir denn alle Bewegungsfähigkeiten hätten, weißt du? Weil so schon ein bisschen belastend. Zurück zum Schloss, ja. Ja. Yeah. Bam, bada, bam, bam. Mal zwei auf Ära. Und ein weiterer Feldfreigeber, das ist praktisch. Tag 53. Okay, lass aber direkt weitermachen. Besiege die Deserteure. Okay, let's go. Ach so, das ist die Bonusanzeige oben. Wenn die voll ist, dann kriegen wir halt mehr Belohnungen. Okay, das ist cool. Na, ich glaube, da sind seltene Herzlos namens Deserteure. Okay, lass sie töten. Ja, ich erinnere mich an die Deserteure. Schon Hurensöhne. Das ist schon nervig. Deserteure oder Hurensöhne? Das ist hier die Frage. Aber bevor wir weitermachen, Magie. Und dann will ich das hier auf. Ja, auf Y? Okay. Meinetwegen auf Y. Oh ja. Jetzt laggt das Spiel natürlich krass. Feuerball, Junge? Feuer bringt einfach viel mehr. Oh fuck. Ey Jungs, ganz ruhig, ja? Die greifen halt zusammen an. Das ist halt echt uncool. Trifft das irgendwen? Nein. Voll scheiße. Ich hasse Eis in diesem Spiel. Okay. Okay, jetzt kommen die alle. So, tschüss. Oh Gott, wie viele denn noch? Das laggt übrigens auch. Oh fuck. Auf der Originalkonsole. So, tschüss, ihr Penner. Okay, gut, dass wir hier waren. Nehmen wir uns noch alles hier mit. Einen guten Äther, lecker. Da ist noch das Emblem, das nehmen wir auch. So, wo sind denn hier noch Thronen? Oh, meistens sind die Thronen halt echt nur zu dieser Scheiße, die keiner braucht. Ah, manchmal auch guter Scheiß. Also, hey, why not? Nehmen wir mit. Hey, da oben ist der Tor. Okay, cool. Und da auch. Nehmen wir jetzt erstmal die da oben. Ganz dramatische Mucke.
Komme ich da überhaupt hoch als vernünftiger Mensch? Nee, ne? Nee. Hier ist leider nichts, wo ich drauf springen kann. Dementsprechend komme ich da nicht hoch. Ich kann ein bisschen tricksen oder es probieren. Warte mal. Komme ich hier irgendwie hin? Nee, niemals, ne? Never. Obwohl, warte mal. Vielleicht hier? So? Nee. Nee. Pech. Okay, an die Truhe komme ich nicht. Rest in peace. Let's go. Lass gehen. Vielleicht mit einem anderen Schlüsselschwert, wenn ich eine andere Luftkombo hätte? I don't know. Ich meine, könnte sein. Möglich. Ich meine, Eisra und Eisgas sind, glaube ich, gar nicht so scheiße. Aber Eis normal? Absoluter Dreck. Will ich hier noch irgendwas reintun? Ach ja, Stufe. Level up, Ratan. Okay. Nehmen wir uns noch eine High Potion für schlechte Zeiten mit. Bam, 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 ba-ba-da-dan. Ich habe die ganze Zeit voll Schiss, dass das Spiel abstürzt übrigens. Ah, was soll's. Wird schon passen. Wird schon nicht abstürzen. So, besiege die Feuerpflanzen. Okay, machen wir. Feuerpflanzen sind aufgetaucht. Töte sie, Alter. Das Blocken lässt dir bei Feuerpflanzen einen guten Dienst und nimm so viel Eismagie mit, wie du kannst. Ach ja, ja, kriegen wir hin, ist okay. Wird schon passen. Bam, bam, bam. Wieder ein Sandsturm? Bist du sicher, Aladdin? Leider ja. Die Händler haben darüber geredet. Das ist furchtbar. Und das ist nur eine der Sachen, die mir Kopfschmerzen bereiten. Warum? Was ist denn noch? Die Herzlosen, sie tauchen überall in Agrabah auf. Herzlose? Ja, sie tauchen immer kurz vor einem Sandsturm auf. Ich dachte, das wäre beim letzten Sturm nur ein Zufall gewesen, aber... Oh nein, hoffentlich ist das kein böses Omen. Eindeutig ein böse. Besiege 7 Feuerpflanzen. Kriegen wir hin. Hier sind erstmal normale Unheilskrautpflanzen. Bullshit-Husos. Gel-Ausrüstung. Weiß ich nicht, ob ich die will. Oh, hier, Feuerpflanze. Cool. So, tschüss. Will ich überhaupt meine Eismagie nutzen? Den auf die Fresse zu haben, funktioniert das auch richtig gut. Ja, passt schon. Da ist noch so ein Fratz. Das Ding ist, mit diesen ganzen Ausrüstungsdingen, die wir finden oder auch kaufen können, sind immer andere Schlüsselschwerter. Ich weiß nicht, ob wir die sehen wollen. Wollen wir die sehen, Leute? Teilweise ist das Design der Schlüsselschwerter in Days richtig gut. Teilweise aber richtig scheiße. Wir haben alles vertreten, tatsächlich. Von richtig geil bis richtig beschissen. Oh, da ist noch ein Feuerpflänzchen. Süß. Essen wir das. Ganz ruhig. Au. So, das können wir auch direkt mitnehmen. Hallo? Danke. Hey, reich jetzt mit deinem Feuer-Bullshit, ja? Ba, 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 da, 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 da. Ist da noch irgendwas? Nee. Ach, keine Truhe. Doch, da oben ist eine Truhe. Aber wie immer komme ich da einfach nicht hin. Voll die Scheiße. Ja, Pech. Ja, komm, essen wir mal die Potion, die wir gefunden haben. Lecker. Oh, das ist der größte Hurensohn, leider. Er ist einfach größter Assi. Guck mal, hier ist jetzt nämlich eine Barriere. Oder? Ja, genau. Und wir müssen ihn hier erstmal umbringen. Sonst wird das nichts. Okay, aber sein Bullshit... Oh, fuck.
Hey, komm her jetzt, du Arsch! Oh, wie nervig. Unsere Magie scheint auf ihn keine Wirkung zu haben, was ein bisschen uncool ist. Aber okay. Ey, nice, jetzt liegt er auf dem Boden. Hau mir ihn aufs Maul. So ein bisschen drauf achten, dass wir nicht sterben. Das wäre relativ cool. So, jetzt probiert er zu seinem kleinen komischen Buch zu kommen. Aber in der Zeit können wir ihn auch einfach umbringen. Den Wichser. Und zwar so. Nice try. So, wunderbar. Fehlen nur noch ein paar von den kleinen Fratzen. Ich schätze, ich sollte einfach meine Eismagie nutzen. Why not? Eis, Bruder! Wow, es hat ihn nicht mal umgebracht. Wie erbärmlich. Hey, komm zurück, Gabu! Ich hab dir doch gesagt, du darfst dich einfach so vom Sachen vom Markt nehmen. Dummer Affe, Hurensohn. Wow, okay. Keine Ausflüchte. Wird nicht mehr stehen. Komm, jetzt, wir geben das zurück. Ich find's krass, dass all den in der Source Material eigentlich voll der Dieb ist und voll der eklige Dude. Und jetzt einfach voll der liebe Junge. Können wir bitte wieder zu einem ekligen Dieb machen? Fand ich irgendwie cooler. Bin ich eher Erden-Fan von. Ich glaube, ich sollte mir Aladdin nochmal ansehen. Ich hab Bock. Allgemein, ich habe irgendwie richtig Lust, mir fucking Disney-Filme anzugucken. Warum auch nicht? Ist nicht schlecht. Oh, fuck. Ey, ganz ruhig, Feuerpflanze. Niemand muss hier sterben, okay? Außer dich. Außer du. Rückkehr erlaubt. Cool. Ja, ich habe hier noch eine Potion gefunden. Die kann ich auch nochmal essen. Ein paar Pflanzen sind hier immer noch irgendwo. Müsste ich nur noch finden. Bam, 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 wo bist du, mein Sonnenlicht? Hier eine Pflanze? Nee. Müssen die erstmal noch spawnen, oder? Ah. Würde mich schon gerne 100% jetzt hier nehmen. Naja, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Wie groß kann die Welt sein? Die ist eigentlich nicht groß. Ist eigentlich richtig klein. Wir finden schon, was wir suchen. Wahrscheinlich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wo sind diese fucking Pflanzen, Bruder? Wo war ich denn noch nicht? Normale Herzen spawnen halt auch nicht mehr. Bruder, wo sind denn die? Jetzt sag mir nicht da. Das wäre nämlich scheiße. Komme ich vielleicht so dahin oder so? Nee, ich kann da nicht mehr lenken. Kann ich vergessen. Mir abschminken. Wenn da Pflanzen sind, bin ich natürlich gebumst, ne? Pff, ja, scheiße. Hier haben wir die letzte umgebracht. Ja, wo sind die Fuckviecher? Ich finde halt nicht mal eine, ne? Das ist problematisch. Safe an dem Ort, wo ich nicht hinkomme. Ja gut, mehr als dämlich rumlaufen kann ich auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen. Scheiß drauf. Man muss ja auch nicht jede, ne, Quest hier auf 100% spielen. Das ist schon okay, Spiel. Ich verstehe schon, das ist in Ordnung. Machen wir einen Abgang.
Ja, mal zwei. Passt. Bam, badabam, bam. Oh, 3000 Jahre später. Wiedervereinigung, lecker. Hehe, da kommt ein Miesepeter. Warum das lange Gesicht? Ach, nichts, okay. Du musst zugeben, das Schloss ist viel stiller geworden. Halb so laut. Aber ich könnte mich an eine kleinere Gruppe gewöhnen. Wie sieht's mit dir aus? Hey! Roxas, Mann! Hast du schon gehört? Das ist offiziell. Das gesamte SDE-Team ist hin. Alle? Alle? Stimmt, Siggi? Puh, da hab ich's ja gerade nochmal geschafft. Du Glückspilz. Jetzt musst du Überstunden einlegen, damit keine Arbeit liegen bleibt. Alles klar, erinnere mich daran, von jetzt an nur halb so hart zu arbeiten. Als ob er sich je Mühe geben würde mit seiner Scheißarbeit. Achso, wir können auch Herausforderungsteile einsammeln, dann kriegen wir so einen Challenge-Mode. Nice. Gut, wir lesen noch den Eintrag. Du, alleine Eis essen. Ich sitze im Ohrenturm, aber niemand kommt. Weder Axel noch Shion. Der Kloß in meinem Hals geht einfach nicht weg. Mir macht noch etwas anderes Sorgen. Hört sich vielleicht verrückt an. Gut, dass das hier niemand anderes liest. Aber ich habe da diese Bilder im Kopf. Archiviert, ich habe sie gespeichert. Nein, warte mal kurz, das war Sido. Nicht immer, nur manchmal. Seit meinem Zusammenbruch. Es passiert jetzt, auch wenn ich wach bin, auf Mission. Es kann also kein Traum sein. Wo kommen die Bilder her? Gut, Leute. Ich würde sagen, das ist mal für heute von Kinema Arts 358 over 2 Days. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet demnächst auch wieder ein. Haut rein. Ciao.